Okay, dann würde ich sagen, wir machen weiter mit Ende der Interaktion. Häufig haben unsere sogenannten Hibbelhunde verknüpft, dass hochwertige Belohnungen immer verfügbar sind. Sprich, sie sind allzeit bereit, sie möchten eigentlich möglichst immer arbeiten und als Folge können sie natürlich auch die Erregungslage nicht runterfahren und kommen schlecht zur Ruhe. Die Hunde sind immer aufmerksam gegenüber den Bezugspersonen. Daraus können natürlich schnell unerwünschte Verhaltensketten entstehen. Häufig kommt ja als erster Rat vielleicht ignoriere den Hund einfach. Und daraus wird natürlich erstmal der Hund wird sein Verhalten verstärken. Es hat ja immer funktioniert, also zeigt es jetzt vermehrt. Und ab einem gewissen Grad kann ich es nicht mehr ignorieren, reagiere und schon habe ich eine Verhaltenskette geformt, die ich natürlich nicht haben will. Und der Hund zeigt im Endeffekt Aufmerksamkeit forderndes Verhalten. So, deshalb brauche ich im Endeffekt ein Signal, was dem Hund sagt, jetzt ist keine Interaktion möglich. Das ist aber bitte nicht zu verwechseln mit, dass der Hund keine Möglichkeit mehr für Verstärkung hat. Natürlich soll sich auch nach der gemeinsamen Interaktion erwünschtes Verhalten lohnen, aber eben ohne die Interaktion mit dem Menschen. Sprich, ich muss schauen, was ist denn das Bedürfnis meines Hundes in dem Moment? Vielleicht reicht eine Trainingseinheit mit ein bisschen Futterstreuen abzuschließen, sodass er noch so ein bisschen einfach schnüffeln kann. Er könnte einen Kauartikel bekommen oder einen gefüllten Kong. Wenn die Hunde es gelernt haben, kann ich sie dann vielleicht auch einfach in die Umwelterkundung schicken. Oder wenn sie schon eine Verknüpfung mit einem Sicherheitsplatz haben, der vielleicht auch mit Entspannung verknüpft ist, dann kann ich meinen Hund auch dorthin bringen. Und das ist sicherlich von Situation zu Situation unterschiedlich. Auf jeden Fall ist es keine gute Idee, dieses Verhalten einfach eben mal so in Anführungsstrichen zu ignorieren. Ist häufig leider nicht machbar. Auch da gibt es wieder ein Video zu. Das ist der Milo. Auch das ist in St. Peter-Ording jetzt entstanden. Ist ein junger Dobermann, der eben gelernt hat, allzeit bereit für Interaktion zu sein. Und sein Problem ist, dass er auch auf dem Spaziergang kaum Umwelterkundung zeigt. Also er schaut immer in Richtung seiner Hundehalter. Und wenn die eben nicht reagieren, dann bekommt er Frust. Durch Frust haben wir gelernt, steigert sich die Erregungslage und das resultiert dann eventuell darin, dass er seine Besitzer anspringt. Oder wenn dann eben gerade ein anderer Auslöser, ein anderer Mensch oder ein anderer Hund vorbeikommt, dann geht auch relativ schnell das Bellventil auf und er bellt eben in Richtung der anderen Hunde, eventuell auch in Richtung seiner Hundehalter. Das Video, was ich euch mitgebracht habe, zeigt praktisch eine Spielsequenz zwischen Milo und seiner Bezugsperson. Auch da seht ihr am Anfang ein Hochspringen, das natürlich eigentlich nicht so günstig ist, aber jetzt in der Situation so passiert. Die beiden spielen miteinander und beenden das Spiel über sogenannte isometrische Übungen. Was das genau ist und den Aufbau erkläre ich euch später. Ich wollte nur dieses Video vorab stellen, weil es einfach so schön zeigt, was ich für einfache Rituale aufbauen kann, damit der Hund lernt, Interaktion ist vorbei, Erregungslage ist runter, Spiel ist beendet.